Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des FM13 auf dem Channel Let's Play Better mit mir, dem Chris. Letztes Mal habe ich euch auf diesem Bildschirm hier verlassen. Ich habe super glorreich 5:2 gegen Schalke gewonnen. Klasse Spiel, klasse Ding. Rote Karte in der irgendwie 60. Minute, Pi mal Daumen, 50. irgendwie sowas, für Didier Jakunan. Infolgedessen ist der gute Junge 2 Spiele gesperrt. Das wird hier sicherlich auch irgendwo noch angeführt sein. Ich werde das Ganze nicht unter dem Sportgericht... Ah genau, hier ist es. Platzverweis. Akzeptieren Sie das Urteil des Sportgerichts. Gehe ich mal von aus, dass ich das machen werde. Wenn ich das nicht mache, könnte es, glaube ich, soweit ich informiert bin oder das im Kopf habe, sogar sein, dass die... Nö, ich werde es einfach machen. Nö, ich werde das anfechten und mal sehen. Wenn es dann jetzt halt 3 Spiele werden, werden es halt 3 Spiele. Neues Sponsorenangebot. Jawohl, endlich mal ein großer. Summe erhöhen, bitte, bitte. Unterschrift. Damit haben wir auch eine Fluggesellschaft nach Hannover als Premium-Sponsor geholt. Wer das wohl sein könnte. Okay, gibt es sonst noch was Interessantes? Fußballer des Monats. Jakunan, der ja unter einem mysteriösen Moralmalus leidet. Kann ich mir nicht erklären. Okay. Er ist äußerst unzufrieden. Allerdings kommt nichts, im Moment zumindest noch nicht, nichts bezüglich der Geschichte, dass ich ihm irgendwie reingedrückt habe, dass es so nicht weitergeht. Du trainierst sensationell. Moral nochmal besser geworden. Nicht. Ja. Hätte vielleicht auch nicht unbedingt sagen müssen, aber neulich erst irgendwie was von wegen bla 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 bla. Konstantin Rausch hat das Talent, mach was draus. Würde ich ihm in echt auch ganz gerne mal sagen. Ja. Silva Pinto, bei mir topfit. Feste Größe als Sechser im Team. In echt für irgendwie paar Wochen wegen irgendeiner Adduktorengeschichte außer Gefecht gesetzt. Gott sei Dank kommt jetzt demnächst dann die Winterpause. Du hast übrigens auch Talent. Manu, mach mal was draus. Schlaufi. Den brauche ich in absoluter Topform. In absoluter Topform. Andreasen bei mir auch. Absolute feste Größe. In echt auch ein bisschen, ja. Beschädigt. Fällt der Rest der Saison aus. So, Nichtschi nach wie vor noch platt. Wie lange noch? Eine Woche? 2 Tage, wunderbar. Dann wird heute Sobich ran für Jakunan. Und Chait kommt mit. So kennt man das aus Hannover eigentlich immer, ne? Ständig Leute verletzt. Gott sei Dank ist das seit ungefähr 2-3 Jahren nicht so. Im Prinzip seit Slomka wieder trainiert. Hält sich das mit den Verletzungen in Grenzen. Davor war es ja wirklich immer so, dass ein Drittel vom Kader auf jeden Fall immer irgendwie außer Gefecht gesetzt war. Heute spielt erstmal die zweite. Ach ne, die zweite muss ich nur umstellen. Ja, Spieler hinzufügen möchte ich persönlich sehr gerne. Deshalb drücke ich auf Aufstellungsassistenten und dann wird das hier nämlich gemacht. So. Dann werde ich noch fix in meine Taktik reingehen. Auf den Teamvergleich. Okay, Dost wird spielen. Was ist denn das da für ein... Ich kann es gar nicht genau erkennen. Irgendwas mit... Der Krone wird wahrscheinlich bester Torschütze des Teams heißen. Und das andere heißt, dass ich heute ordentlich auf die Fresse haue. Ansonsten sind alle fit, deshalb werde ich so auch in das Spiel rein starten. Wir holen mindestens ein Unentschieden. Ich möchte den dritten Platz verteidigen von der aktuellen Saison. Ein Spiel. Bin ich sehr, sehr viel besser und ich bin im Moment auch besser in Form. Allerdings auch dazu sagen, dass ich erwähne das auch gerne nochmal, dass mein aktueller Goal-Getter, der Didier Jakunan, ja rot gesperrt ist. So, mal sehen, was das heute ergibt hier.
bisschen gespannt bin ich schon. Das Nordderby ist ja immer so ein bisschen. Ich weiß aber auch nicht, was die Presse da immer draus hypt. Nummer 1 im Norden, schön und gut. Das ist in meinen Augen auch eine coole Sache. Aber irgendwie so Nordderby mit Wolfsburg, so. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Ich meine, wenn angenommen Braunschweig, beziehungsweise Ostpeine, also angenommen Ostpeine steigt auf in die erste Bundesliga, wonach es ja aktuell im Moment aussieht. Die Maschine relativ gut im Moment durch die zweite Liga durch. Dann kann man mal von Derby reden, wenn die Braunschweiger nach Hannover kommen müssen. Das ist, glaube ich, ein Spiel, das ist so ein bisschen irgendwie Dresden, ja, Dresden 96 2.0. Nur noch mal ein bisschen krasser. So, Vierfach und die Highlights. Also, was da in Bengalos abgebrannt wurde, ist dann, glaube ich, gar nichts. Die erste Chance des Spiels gehört leider Gottes den Grünen, die meiner Meinung nach so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen sind, was die Transferpolitik angeht. Aber deshalb haben sie sich ja auch des Magats entledigt. Hätte schon längst passieren müssen. Magath hatte einfach nur das Glück, sag ich mal, mit einem super starken Diego und einem Edin Dzeko 2009 das Ding zu rocken und die Meisterschaft ranzuholen. Und seit Diego seiner Form hinterherläuft, beziehungsweise nicht mehr mit Magath klarkommt und Vorteil, so bin ich. Ja, verkackt. Und in Manchester City ein gewisser Edin Dzeko spielt auf der Bank. Seitdem ist da irgendwie in Wolfsburg nicht mehr viel los. Dann holt man irgendwie Spieler für 45 Millionen, von denen ein Drittel nur spielt und dann auch nicht mehr irgendwie groß konstant oder so. Also halt irgendwie nicht gut gescoutet in meiner Meinung, weiß ich nicht. Kann ich nicht so viel zu sagen. Könnt ihr gerne auch unten in die Kommentare reinhauen, wie ihr die Transferpolitik des Felix Magath seht. Flamet euch nicht weg, lasst das sein mit den Flames. Flames werde ich löschen. Aber normale Kritik ist, denke ich mal, auf jeden Fall erlaubt. Das ist ein Freistoß. Zack, 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 zack. Zieler raus und sehr gut weggefaustet. So wie ich alleine. 1:1 Situation. Eiskalt! Eiskalt macht der Pole das Ding. Echt schönes Traumtor. Schön den Naldo geputzt. Und besser hätte man es nicht malen können. Drin. Jetzt den Ball. Ball in die Spitze wäre schön gewesen. Rote Karte für Wolfsburg. Ich konnte jetzt leider auf die Schnelle nicht lesen, wer es ist. Bams. Bams. Oh, schön hinterhergesetzt. Trash ist raus. Das spielt, glaube ich, gar keine Rolle mehr im VfL-Kader. Weiter Einwurf. Eiskalt. So muss das sein. Das ist 96. Bams. Eingenetzt. So wie ich. Sehr gut, sehr gut. So, wie gesagt, wenn Yakunan den Vertrag von sich aus nicht verlängern sollte, wenn er weiterhin rumzickt, muss ich ihn spätestens nächste Saison verkaufen. Und so wie ich das sehe, ist mit Sobic da ein sehr guter Ersatz am Start. KI wieder atemberaubend gut hier, was den FM angeht. Jetzt muss er noch weiter lang verlängern. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er sich den Ball noch selber holt, der Sobic. Pinto als Zerstörer holt sich da den Ball. Und auch der ist drin. Schönes Tor. Letzte Chance vor der Halbzeit gehört dann nochmal dem VfL. Aber Zieler hält den eiskalt fest. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns dann noch in die Halbzeit. Nicht. Oh Mann, ey. Weil Hagi da nicht richtig klären kann.
Stehst du noch 1:3 zur Halbzeit. Deshalb wird Hagi jetzt auch dran glauben müssen. Für Flippe. Schulle kommt rein. Abdelauer ersetzt Schlaufi. Alle Auswechslungen zur Halbzeit wieder mal verbraucht. Ich hoffe, das wird wieder nicht, also wird nicht wieder bestraft. Mal sehen. Diego hier wieder Topform 5.0 als Bewertung. So. Weiter geht's. Schöner Pass in die Spitze. Leider ohne Resultat. Auch der Ball ohne Eckball. Schade. Benaglio hält ihn leider fest. Das war im Leben kein Abseits. Im Leben war das kein Abseits. Schöne Chance 96. Eieieiei. So bin ich mit einem Traumlupfer. Und ich würde sagen, der VfL wird ja auch ordentlich geputzt. So wie das auch sein soll. Ich spiele zwar auch nur in Anführungszeichen auf normalem Schwierigkeitsgrad, aber es ist halt nicht unbedingt. Es gibt ja auch Leute, die stellen es mal auf leicht. Das tue ich nicht. Das ist auch nicht meine Art. Da habe ich auch nicht unbedingt den Reiz drauf. Bams. Drin ist er. Siebtes Tor in dieser Saison für Arthur Sobich. Und da ist er schon wieder 1:1 vom Torwart. Ach, konnte aber auch nicht auf Abdelau spielen. Jetzt schnell umschalten. Er hat keine Anspielstation. Überzahl 96er am 16er. Der dürfte nicht ins Tor gehen. Lange Ball in die Spitze, so bier ich. Ah, Benaglio hält ihn, aber da ging allerdings auch auf den Mann. Keine große Sache jetzt. Er kriegt nochmal die Chance, probiert es wieder genauso. Und verkackt maßlos. Schöner Ball. Oh. Der ging genau ins Eck. Aber 96 erhöht natürlich weiter den Druck. Immer offensiv spielen, schön offensiv spielen. Dem Gegner sein eigenes Spiel aufdrücken, so muss es sein. So bin ich. Ach, schade. Langer Ball auf Sobich, wunderbar. Der spielt drauf, weil verkümmert. Beim Gegner. Die letzte Chance des Spiels gehört Burg. Und Olic wird auswärts schön 5 Dinger reingebollert. Gegen den VfL Wolfsburg. Sehr, 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 sehr geil. So wie es sein muss. Okay. Das wird diesmal eine etwas kürzere Folge. Was ist denn hier los, Alter?
So, okay, alles klar, da bin ich wieder. Es gab wohl auch gerade schon wieder so ein paar Probleme. Ich habe das zwischendurch schon gesehen, dass die Frames, die aufgenommen wurden, irgendwie relativ niedrig waren. Zum Teil irgendwie nur 6, 7 Frames. Warum auch immer. Jetzt läuft es wieder stabil auf 30, so wie ich es ja auch eingestellt habe. Ja, das heißt, höchstwahrscheinlich wird das Spiel dann nicht ganz so toll für euch abgelaufen sein. Ich hoffe, es hält sich in Grenzen. Ich werde dann mal gucken und nachforschen, woran das liegen kann. Auf der Festplatte habe ich auf jeden Fall noch genug Speicher frei. Die FPS-Einbrüche kann ich mir auch nicht so genau erklären. Naja, machen wir erstmal weiter. Statusbericht Verletzung. Kann ich das schon wieder sehen, ne? So, Jungs hier, ne? Ihr mögt mich doch, oder? Sehr gut. Zwei Dinger gleich hoch. Zwei Punkte. Okay, es sieht nach Irland aus. Traum. So wie ich Traum. Da führt wohl das nächste Mal in der Stadt an dir kein Weg dran vorbei. Zumal Didier Jakonan ja immer noch gesperrt ist. Einbürgerung. Wen gibt's denn hier so Schönes im Angebot? Ein West Ham-Spieler. Den will ich haben. Und den anderen West Ham-Spieler will ich auch. Die sah nämlich gar nicht so verkehrt aus. Ja, wie, mehr Spieler gibt's nicht. Egal, ich werde jetzt einfach mal weiter. Ein Spieler werde ich noch rausnehmen hier. Paul Green. Und zack. Und weiter geklickt. Okay. Nichts Spektakuläres dabei gewesen. Ja, Paris Saint-Germain, ne? Hat ja ordentlich zugeschlagen mit Ibrahimovic und Silva. Da grinst er schon. Hat er jetzt hier so einen. Ja. 1% auf alle Spieler. Traum. Also, es waren die beiden teuersten Einkäufe. Paris Saint-Germain hat natürlich noch mehr eingeklauft, aber. Das waren so die größten. Die Trainingsplätze. Kann ich gar nicht ausbauen. Warum nicht? Trainingszentrum wird ausgebaut. Wird für einen Tag ausfallen. Bei Dehnung, alles klar. Bestätigt Urteil, 2 Spiele gesperrt. Na gut. Dann ist das so. Ja, Didier Jakonan ist jetzt wieder mit der Moral. Irgendwie. Er möchte nicht mit mir reden. Alles klar, ist irgendwie gerade wieder so ein bisschen am Start. Heute will ich mal ein paar Knoten lernen. Und dann sieht das nach einem irischen Spiel aus. Gegen Weißrussland als nächstes. So bin ich jetzt sogar Erster in der Torjägerliste der Bundesliga, wenn man hier rechts einsehen kann. Jakonan, Platz 12. Hat aber in der Vorbereitung ganz gute Tore gemacht. In der Euroleague auch ganz gut eingenetzt. Ja, die sind alle abgestellt. Ich hoffe, es verletzt sich keiner. Privater Bereich. Für den Segelschein lernen. Und weiter geht's. Stadioninfrastruktur. Ja, kann er machen. Scoutliste. Nichts Brauchbares dabei, aber da kann ich auch noch gleich wieder üben. So. Gibt's hier Post? Nein. Er will für Irland spielen, das ist schon mal ziemlich cool. 74er offensives Mittelfeld. Kann ich den noch reinholen? Kann er nominieren? Nein. Könnte ich dann nächstes Mal machen. Dann stelle ich vielleicht auch ein bisschen um, muss ich dann mal sehen, wie ich es mache. Ich gehe davon aus, dass das hier schon so ganz gut eingestellt ist. Warum ist er nicht aufgestellt?
das wird jetzt geändert. Und zwar mache ich das so: Training, erste Mannschaft. Ich gucke, wen ich hier rauslassen kann. Kann er noch woanders spielen? Auch als ZM, als 68er. Ja, da geht Doll raus. Andrews kommt rein und Andrews wird für Gibson aufgestellt. Kann Gibson noch woanders spielen? Das 72er. Nicht so wirklich. Kann Andrews noch woanders spielen? Nein. In diesem Sinne werde ich dann jetzt starten. Mit einer Mannschaft, die mir sehr sympathisch geworden ist. Wie gesagt, Stichwort Fields of Athenry. Rein bei YouTube. Und dann kann man sich das Ganze gerne mal angucken. Weißrussland. Schon ganz geil. Ich erwarte jetzt nicht zu viel. Ich erwarte jetzt nicht, dass ich die Gruppenphase irgendwie da groß überleben werde. Aber so ein bisschen was wäre schon cool, wenn das läuft. Ich glaube, ich weiß, wie ich es in Zukunft machen werde. Wenn ich das Spiel starte, werde ich euch das einfach zusammenschnipseln. Sprich, ich starte das Spiel bis zu dem Bildschirm hier und werde dann ins Spiel wieder reingehen, sobald ich im eingestellten Highlights 3D-Textmodus bin. Denn wie ihr jetzt gleich das letzte Mal nochmal sehen werdet, ist es so, dass wenn ich im Spiel drin bin, ich das dann irgendwie manuell nochmal umstellen muss. Ich weiß leider Gottes nicht genau, ob man das schon vorher einstellen kann, dass man quasi gleich in das 3D-Spiel mit Highlights reingeht und nicht in das 3D-Spiel, ganzes Spiel. Wenn das irgendwer von euch weiß, Nachricht über YouTube an mich oder haut's unten in die Kommentare rein, in die Textbox und ja. Warum immer der Torwart da seinen rechten Arm raushält, man wird's nicht erfahren. Spielpause. Quasi jetzt. Ach, hier ist das Option. Oh, schick, schick, schick. Highlights, vierfacher Speed. Und dann gib ihm. Ich hoffe, die erste Chance des Spiels gehört den Iren. Der Gegner startet schon mit nur halb frischen Leuten in die Begegnung. Auch sehr schön. Ich glaube, der Vorteil der Iren ist auch, dass die Irland übrigens in grün, dass die Spieler der irischen Nationalmannschaft nicht so in großen Teams gefordert sind, durch Dreifachbelastung zum Beispiel. Also Pokal, internationaler Wettbewerb und Liga. Allerdings ist das bei den Weißrussen auch nicht unbedingt so. Und dann hoffe ich noch, dass für 96 die Spieler, die ich abgestellt habe, dass sie nicht unbedingt zerhackt werden. Ja, Weißrussland macht hier gerade das 1-0. Ich appelliere an eure Ehre. Jungs, macht was. Gegen die müsst ihr nicht unbedingt verlieren. Von der Mannschaftsstärke geht sich das, glaube ich, relativ aus. Die Iren spielen konservativ. Okay. Hat dem erstmal gerade einen Bodycheck gegeben. Dann stellen wir ihm auf ganzes Spiel um. Pausieren. Nimm den Einsatz hoch. Bams, bams, bams. 96%. Spielaufbau. Spielmacher ist Andrews. Und mein Sturmtank ist Robbie Keane. Den kennt jeder. Alles klar. Da ich nichts zu verlieren habe, werde ich überall pressen. Und Highlights und gib ihm. So, in der 20. Minute dann also die ersten taktischen Umformungen der Mannschaft. Aber gegen Ende des Spiels dürfte ich dann auch wieder kommen. Oh, Keen, ach, ärgerlich. Dürfte ich dann auch wieder kommen, weil die Weißrussen echt schon gut im Arsch sind, was die Frische angeht.
Komm, drück drauf. Passt. Wunderbar. So muss das sein. Sehr gut. Und das noch vor der Halbzeit. Jetzt sind die Iren am Drücker, wenn ich mir da unten die Textbox angucke. Schöner Ball in die Mitte, nach vorne gezogen, kein Abseits, aber der Torwart hält. Eckball in die Mitte, auf den kurzen Pfosten und verpufft im Nichts. Nichtsdestotrotz fangen sich die Iren kein Konter ein, das ist schon mal ziemlich gut. Und haben auch gleich wieder die nächste Chance über Robbie Keane. Der ist ordentlich verkackt. Was spielen die sich denn da zusammen, ey? Ja, Bodychecks, die laufen gut. Nur sind wir hier leider nicht beim Rugby, was die ihren ganz gut drauf haben, sondern beim Fußball. Ja, und da fällt das 2-1 für Weißrussland. Abstaubertor, weil der Torwart den Ball nicht halten kann, sondern nur abklatschen lässt. Der gute Keeney. Ne, Kenny heißt er. Keeney. Komm, jetzt aber. Ah, Eckball. Letzte Ecke wohl vor der Halbzeit. Kurzer Pfosten mal wieder. Jetzt wird's gefährlich. Kommentator sagt es. Freistoß. Und zur Halbzeit liegen wir ein bisschen hinten. Das darf nicht wahr sein. Kommt schon. Hat irgendwie nicht so richtig was gebracht. Spielergespräche. Kritisieren, ja. Findet er jetzt nicht so geil. Keen. Ah, da muss aber mehr kommen. Da motiviere ich immer noch mit meiner Sturmpartie. Und massiere meine nicht ganz so frischen Leute. So. Auswechslung. Mache ich jetzt einfach mal nicht. Doch, Robbie Keane geht raus. Long kommt dafür mal rein. Und dann zeigen wir es denen jetzt. 2-1 ist ja kein Ergebnis. Ein Unentschieden ist mindestens drin, Leute. Da kommt die Auswechslung. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelt. Ach. Der pariert vom Torhüter, keine Nachschusschance. Das war klar. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. Es kann doch nicht sein, dass der über das ganze Feld durchrennt. Nichtsdestotrotz sind die Iren jetzt wieder dran. Man muss aber ordentlich schießen, ey. Reicht nicht immer nur irgendwie schnell laufen zu können, wie ein gewisser Odonkor. Man muss auch mal ordentlich einen abdrücken können. So wie ein gewisser Hits the Hammer war sein Spitzname. Ja, sehr gut. Eigentlich müsste das Spiel jetzt pausieren nach dieser gelb-roten Karte. Tut es aber irgendwie nicht. Ja, ein ganzes Spiel. F2. Tja, ich will noch ein Tor machen. Ich muss noch ein Tor machen. Ich kann höchstens mal gucken. Ja, 63 auf der IV.
Ja, ist doch hier schon mal nicht schlecht. O'Shea. Kann man GDRV spielen? Nein, nicht so wunderprächtig. Kann Hand hier spielen? Ja. Okay. Geht's mal weiter. Nur die Highlights bitte und weiter geht's. Muss noch ein Tor machen. Ein Tor würde mir reichen. Unentschieden ist schon mal nicht so schlecht. Traum durchgesetzt. Ah, Mann. Schießt er mit links, ey. Hat sich den so schön auf rechts vorgelegt und schießt noch mit links. So, Überzahlsituation für die scheiß Russen. Also nein. Versteht das nicht falsch, Leute. Tut mir leid, also ich verstehe das nicht falsch. Tor für die Iren. Sehr gut. Da ist der Ausgleich. Bamsti, Bamsti. Jetzt könnte ich natürlich nochmal defensiv reinwechseln, um das Ergebnis sicherstellen zu können. Das werde ich auch tun. Ganzes Spiel. F2. Eine Auswechslung habe ich nämlich noch. Dann ziehe ich mir den Verteidiger rein. Ja, für den Stürmer. Für Long. Und möchte nur die Highlights haben. Weiter geht's. Traum! Irland führt. Das heißt, ich werde mein erstes Spiel wahrscheinlich gewinnen. Das ist natürlich echt gut, Leute. Oh, was war das denn für ein blinder Pass? Haben sie das Spiel noch gedreht? Das wäre so traumhaft gut, wenn das so bleibt. Boah, was für ein Bams. Ja. Und Irland gewinnt das erste Spiel. Sehr schön. Tja, und 96 ist auch zufrieden mit mir, weil ich jetzt gegen Weißrussland gewonnen habe. Alle abgestellten Spieler haben 90 Minuten gespielt, außer Sobich, der hat da nicht gespielt. Gut. Nehme ich mal so hin. Die Winterpause beginnt in 97 Tagen. Ein Nachzügler. Oh, hab ich das gerade richtig gesehen? Das war von Transfermarkt.de, ne? Und der Autosave läuft. Als nächstes werde ich dann auch wieder gegen einen Nordclub spielen. Gegen Werder Bremen. Didier Jakunan ist jetzt stärker. Immer noch keine Vertragsgespräche. Spielergespräch. Du trainierst sensationell. Er legt 3 Moralpunkte zu. Ist mittlerweile nur noch verstimmt. Ich hoffe, das bleibt erstmal. Ansonsten werde ich jetzt noch ein paar andere Gespräche führen. Dieser Spieler ist zurzeit nicht verfügbar. Ja, so bin ich. Im nächsten Spiel bist du von Anfang an am Start. Schmiedebach. Du hast auch Talent, also mach da mal endlich was draus. Andreasen, traumhaft gut. Jetzt kann ich ihn anklicken. Schulle, gibt nix. Möchte gerne Kapitän, ja. Ja, du kannst die Sprache, kümmere dich um Sakai. Das will ich doch auch mal nachforschen. Ach, krass, Portugiesisch. Wo auch immer er das gelernt hat, er kann's. Sehr gut. Ich dachte, er kann nur seine Heimatsprache. Also Muttersprache. Musst auch deine Ziele leider herunterschrauben. Gut. Privater Bereich.
Knoten lernen. Silas ist noch mit dem Nationalteam unterwegs, Abdelauer auch. Diouf ist noch 5 Wochen verletzt, 2 Wochen nur noch verletzt. Hey, ging einiges an mir vorbei. Wenn er wieder fit ist, wird er hoffentlich von mir wieder aufgebaut werden. Gibt's hier sonst was Neues? Internationale Nominierungen werden akzeptiert. Habe ich Nikchi schon wieder reingeholt? Nein. Nikchi für Scheid. Dann bitte einmal weiter simulieren. Ja, aktuell sieht es wohl auch so aus, als dass Mario Eggimann wohl auch gegen die Färöerinseln, sehr gut. Als dass Mario Eggimann wohl auch jetzt wieder für seine Schweizer Nationalmannschaft nominiert wird. Für die Innenverteidigung. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wer statt ihm da die Innenverteidigung bildet. Also, wie sich die Schweizer Innenverteidigung bildet, wenn Eggimann nicht am Start ist. Aber da können wir mal nachgucken. Nationalmannschaft. Ja, das war klar, den kenne ich ja. So, und wer ist das sonst? Er hier? Einer von den beiden Jungs? Palermo? Ach, Klose ist auch Schweizer? Das wusste ich gar nicht. Aber ich bin auch nicht Club-Fan. Von daher kann man mir das hoffentlich verzeihen. In diesem Sinne würde ich euch an dieser Stelle dann auch schon wieder verabschieden. Aus dieser Folge, ich hoffe euch beim nächsten Mal dann wiedersehen zu können, wenn ich euch begrüße zur nächsten Folge des Fußballmanagers, dann gegen Werder Bremen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis das nächste Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, haut rein, ja, tschö.